Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Soul of Mana mit mir, Leviathan 2. Wir sind hier in... Ich muss einmal nachfinden. Okay, wir sind jetzt hier in... Ich habe den Namen der Stadt vergessen. Menos! Der Wirkungsbereich von Magie hängt von der Waffe ab, die du benutzt. Woher ich das weiß, habe ich in der Schule gelernt. Das lernen doch alle. Du hast bestimmt immer schlechte Noten gekriegt. Ich war Gladiator und habe Monster getötet. Ha! Gedisst. Amanda, sie ist in Richtung Jagd gerannt. Sie sah komisch aus. Jagd. Ja, was ist doch in Jagd? Der Mann, der vom MFW wurde in Amandas Haus gebracht. Das stimmt doch was nicht. Der Schattenherrscher nervt in letzter Zeit ja wohl voll ab. Ah, oder? Ja. Aber voll ist immer... Der ist immer dran. Ketzer! Und ich meine... Und ich meine nur... Alter, bleib mal locker! Okay. Ich muss immer noch einander finden. Gott! Hast du was zu sagen? Hallo, ich heiße Pinzeta. Ich suche nach den ganzen Globus nach Meteoritengestein ab. Früher bin ich geschwind umhergesaust, jetzt watschle ich mir. Wenn du zufälligerweise Meteoritengestein hast, würde ich es dir gerne abnehmen. Natürlich gebe ich dafür auch etwas im Tausch dafür. Ich habe alles mögliche von wunderschönen Schätzen bis hin zu nur totalem Schrott. Was meinst du, ist doch ein gutes Angebot, oder? Ja. Vielen Dank auch. In meinen jüngeren Tagen konnte ich tanzen wie ein Derwisch. Also meinst du wieder Landverkäufer hier? Okay. Gut. Na, könnten wir noch etwas kriegen? Ja, das ist die... Das ist das Schulmädchen? Ja. Menos Schmied. Dieser Gestank aus der Schmiede geht mir echt auf die Nerven. Naja. Warum bist du denn hier drin? Psst, weißt du, was Elementarmünzen sind? Keine Ahnung. Abenteurer heutzutage wissen nicht mal, was Elementarmünzen sind. Wenn du sie im Kampf benutzt, lassen sie dich die Hilfsmagie des Mana-Geistes ihres Element benutzen. Danke für die Info. Na komm. Okay, nur der Schmied, da haben wir uns einen eigenen dafür. Egal, ob du ja. Wo du von hier aus hingehst, du musst durch die Wüste, das ist total anstrengend. Okay. Klingt nicht so angenehm. Dann hier hinein. Menos Wohnsitz. Das kommt schon alles in Ordnung. Ich wette, die wollte das Amulett nur mal aus Spaß anprobieren. Und zu sehen, wie es hier steht, das wollte ich auch schon immer. Hast du diese Amulett gefunden? Nein, ich will ja nicht... Okay, dann gibt's nur noch das Inn, das Hotel. Hast du was zu sagen? Hast du was? In der Jahrhüste soll es eine Tal der Zeit oder so etwas geben, der von Maloven erbaut wurde. Ist wahrscheinlich nur ein Gerücht. Es gibt drei Arten von physischen Attacken: Schlitzen, Schlagen und Stoßen. Manche Monster sind gegen bestimmte Angriffsarten empfindlicher als gegen andere. Du hast es leichter, wenn du die Schwächen der Monster kennst. Wer bist du denn? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich heiße Thoma, aber den Namen musst du dir nicht merken. Ich bin eh bald tot. Was? Nein, verschwende deine Zeit nicht damit, dir und mir Sorgen zu machen. Es ist jetzt sowieso zu spät. Mir tut das weh. Ich habe es gerade mal so geschafft, auf die Füße zu kommen. Aber es ist alles nicht so wild. Es war ein gutes Leben. Ich kann mich nicht beschweren. Naja, da wäre vielleicht deine Sache. Ach nee, das ist schon zu lange her. Jetzt ist es zu spät. Vor langer, langer Zeit habe ich ein Verbrechen begangen. Ich habe die schwarze Maske gestohlen. Den Schatz der Mausbären. Ich weiß, dass es mir jetzt wegen der Schattat zu schlecht geht. Wie schätze ich es dazu für meine Sünden? Kannst du diese schwarze Maske für mich den Mausbären wiedergeben? Ja, kann ich machen. Danke. Es ist lange her, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Und ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Aber wenn du sie findest, grüß sie von mir. Schwarze Maske erhalten. Juhu! Sonst noch etwas? Danke. Das ist... Ah, okay, nein, das ist das Gleiche. Gott! Kümmere dich nicht um mich, ich werde eh bald sterben. Ah, okay. Was hast du jetzt? Perfektes Timing. Du musst diesen Typen zuhören. Du musst einfach. Das könnte zwar ewig dauern, aber...
Nein, ehrlich, seine Idee ist spitze. Da könntest du echt Profit rausschlagen. Ich meine, ich verstehe das selbst erst nicht so ganz. Aber egal, was sagst du dazu? Du kriegst auch ein Stück vom Kuchen ab. Nein, du nimmst sie wohl auf den Arm. Zuerst ihm zuhören. Warte mal eine Sekunde, ich will mit dir reden. Aber ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Ich mache keine zwielichtigen Geschäfte. Aber jetzt waren wir überall. Ich muss einander finden. Ja. Oh, habe ich mit dir schon gesprochen? Süßchen, hier ist eine riesige Kanone. Wenn du da reinsteigst, schießt sie dich durch die Luft. Okay, das hat keine Infos zueinander gegeben. Diese streuende Monster können ganz schön nerven, oder nicht? Ja. Nerven. Aber ich gebe dir einen Tipp. Alle Monster haben Sinne, mit denen sie nicht wahrnehmen. Merkt ihr das? Sicht, Gehör, Geruch, Sinn. Manche reagieren auf Magie und andere auf physische Merkmale. Gib dein Bestes. Okay. Hey, hier war ich noch nicht. Chromasam. Yay. Beachte meinen Großvater einfach nicht. Er ist etwas senil. Ich beachte deinen Großvater nicht weiter. Ich will nur an die Kiste daran. Okay, dann halt nicht. Oh. Ich habe gehört, dass er meines Bruder zum Singen nach Jade eingeladen wurde. Die Wüste, wie unser ganzes Leben besteht aus dem Kampf gegen die Wüste. Es könnte so viel besser gehen, wenn ich bloß nicht die Wüste wäre. Sag, bist du doch ein Abenteurer oder tu mir bitte den Gefallen und einen Augenblick bitte. Entschuldigung für den Unterbruch, ich bin jetzt aber wieder da. Und, naja, tja, die Arbeit ruft, Entschuldigung. So, dann da, wo wir vorher aufgehört haben, ich muss nur den Spielstand nochmal neu laden. So, sag, bist du doch ein Abenteurer, oder? Tu mir doch bitte den Gefallen und verwandle die Wüste für uns in einen Grünwald. Okay. Hey, wie geht's? Ich habe mich gefragt, ob du mich den Kerl gefallen tun könntest. Ja, warum nicht? Weißt du, meine Enkelin hat eine Praktikumsstelle in der Villa Devius da genommen. Und wir bekommen jetzt kaum noch zu Gesicht. Bitte bring ihr doch dieses Rhinolone. Die mag sie so gerne. Bittest du eine alte Frau diesen Gefallen? Ja. Oh, das ist aber lieb von dir. Vielen Dank. Meine Enkelin heißt Priscilla. Richtig, einen schönen Gruß von mir aus. Rhinolone erhalten. Okay, ja. Auch nochmal nehmen. Krumme sagen, wir hören uns. Niemand umsonst. So. Ich muss Amanda finden. Immer noch. Gott. Hatten ja keiner etwas in der Schlaf zu sagen. Ja, das hatten wir schon. Nein, sie nerven nicht. Ist er jetzt gerade von mir zurückgewichen? Hier oben hinein. Da ist die beiden. Okay, ich nehme den Gefallen. Perfektes Timing. Blablabla. Also, ja. Ja. Danke, wir zählen auf dich. Diese Jugend heutzutage, mit diesem Kerl hätte ich nichts auf. Hätte ich nicht aufnehmen können. Was für eine Schande. Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Findest du es halt okay, dass mich da abgezogen hat? Dir kann ich es auch noch aufnehmen, aber vergiss das jetzt. Du bist in Ordnung. Schau nicht zu besorgt rein. Es wird nicht lange dauern, aber es ist wichtig. Bald für dich, aber den Anhänger der Mana-Rettung geht's an den Kragen. Was soll eigentlich so schlimm dran sein, an etwas zu glauben? Hast du mal darüber nachgedacht? Ich? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist nicht schlecht, aber an etwas zu glauben, aber sag das nicht zu laut. Die Wände haben Ohren. Ich will nicht von einem Ort leben, der voll von imperialen Soldaten ist. Ich sehe das so. An der Mana-Rettung zu zweifeln ist, als wäre man neidisch auf seine eigene Mutter. Ich habe Freunde, die es glücklich macht, an die Mana-Rettung zu glauben. Das Problem ist, dass ich nicht glücklich bin. Was soll das denn? Ist die Mana-Gottin etwa ungerecht oder was? Warum können nur die Gläubigen glücklich sein? Wenn nur die Gläubigen glücklich sein könnten, was ist dann mit den anderen? Ungläubige müssen Ketzer sein, richtig? Deshalb hassen einige meiner Freunde die Mana-Göttin jetzt. Ich sag dir mal was. Es gibt nicht genug Glauben auf der Welt, um die Menschen sich lieben zu lassen. Nur genug, um sie sich hassen zu lassen. Und wie definiert man überhaupt glücklich sein? Sieh dir doch die Leute an, die glauben. Sind etwa alle reich? Haben die alle ein tolles Leben? Nein. Oder etwa doch?
Die haben alle mehr als genug Sorgen und Probleme. Da stimmt doch irgendwas nicht. Meinst du nicht auch? Auf der anderen Seite werden Ungläubige reich oder töten sich sogar gegenseitig. Die haben etwas nicht, aber wenn sie es bekommen wollen, sie auch wieder was anderes. Sie regen sich in einem Tutor immer nur darüber auf, was sie nicht haben. Ich werde diesen imperialen Soldaten schon zeigen. Du gibst mir recht, oder? Natürlich tust du das. Hey, hast du mir auch gut zugehört? Klar doch. Hör mir zuerst zu und denk darüber nach. Jetzt ist es Zeit zu handeln. Wenn du einfach nichts tust, bist du auch nicht besser als die imperialen Soldaten. Mach ich dich platt, kapiert? Und dasselbe gilt übrigens auch für den Boss der imperialen Soldaten, den Schattenherrscher. Mit dem könnte ich es auch aufnehmen. Und mit diesem feigen Mana-Volk, die mache ich alle fertig. Hier sollen sich Kretze verkriechen. Händigt sie aus, niemand wird verletzt. Ihr kommt gerade recht, wir gehen zusammen. Bring mich zum Schattenherrscher. Dem werde ich was erzählen. Ich muss es einfach loswerden. Was wir hier abziehen, macht echt überhaupt keinen Sinn. Ich kapiere es überhaupt nicht. Der Göttin würde ich gerne eine kleben. Aber warum hat sie bloß eine Welt wie diese erschaffen? Ja, wir verstehen. Du hast recht. Alles wird gut. Wir haben hier ein hübsches weißes Säckchen für dich. Okay. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen geschockt als ich. Okay, wir gehen wieder raus. Heißt das, wir haben jetzt? Ich muss Amanda finden. Nerv nicht. Hast du jetzt was Neues zu sagen? Nee. Das Dorf Menos wird noch zu meinem Grab. Ich muss Amanda finden. Du musst Amanda finden, verdammt. Amanda, sie ist in Richtung Yagrat. Sie sah komisch aus. Dann geh Richtung Yad. Okay, von mir aus. Was auch immer. Ja, eigentlich wollte ich nicht nochmal klicken. Schmiede, wahrscheinlich auch nichts Neues drin ist. Ach, ich kann's nur. Ich glaube, ich muss sicher nochmal mit dem im Gasthaus reden. Der war vorhin noch unter Schock da. Entweder hat er geschlafen von der Geschichte oder stand unter Schock, ich weiß es nicht. Mann, das ging ja voll in die Hose. Völlig in die Hose. Ich gebe dir trotzdem das hier. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist typisch, meinst du nicht? Was für Gott erhalten. Oh, was für eine Katastrophe. Okay. Ich habe Marsberg-Gold erhalten. Soll mir recht sein. In der Erde ist... Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Was müssen wir denn hier übernachten, oder was? Ja. Also, dann schlafen wir halt. Was soll es nicht zu tun? Top! Das heißt, viel wie mehr Schaden, alles bla bla bla. Gut. Hier hinein. Zwerge. Mana. Soldaten. Okay, dann haben wir auch so noch was gekriegt. Oder zumindest die Möglichkeit, was zu kriegen. Dann gib mir doch eine Möglichkeit. Wir brennen noch Licht, das heißt, sie kann noch nicht lange weg sein. Indizien sammeln. Das Fass ist angestochen, das heißt, sie will wieder zurückkommen. Indizien! Nein, habe ich nicht, weil sie nirgendwo ist und Richtung Yad gerannt ist, in die Richtung ich nicht gehen kann, weil mein Charakter zu blöd ist, das zu erkennen. Ich habe gehört, dass er meiner Fluss zu singen eingeladen wurde. Ja, schön, ich habe ja eine Kiste gefunden. Menos Bronze. Ach, von mir aus. Ja, das hatten wir schon.
okay, es will einfach nicht. Sie wollen einfach nicht. Die Leute wollen mich hier nicht weiterleben lassen. War ich hier schon mal? Männers Laden. Willkommen, kaufen. Was können wir denn hier kaufen? Ich sehe das so. Ich verkaufe. Kaufen. Amulette. Ja, die sind schon mal besser. Und dann ausrüsten. Hier aus. Zurück. Hier. Dann die Norwegen ausrüsten. Yes. Gut. Ja, das hatten wir auch schon. Amanda finden, aber die ist nicht mehr hier. Ich gebe dir jetzt gleich eine Waffe ins Gesicht. Ich kann so etwas nicht ausstehen. Egal wo ich hingehe, egal was ich tue, immer ist. Ich muss Amanda finden. Ist doch Richtung Yard gegangen. Hat dieses Gehör gesagt. Ja, das ändert sich auch nichts. Da ändert sich auch nichts. Der nervt auch nur. Nein. Och, Moment. Nicht in Schweizerdeutsch verfallen. Wir finden einen Weg hier raus. Mann, das kann nicht so eine schlimme Sackgasse sein, oder? Was jetzt? Hast du diese Amanda gefunden? Sie scheint nach Yard unterwegs zu sein. Yard? Das ist etwas weit weg für einen Spaziergang. Das sollten wir folgen. Geht ihr bald schon vor, ich komme später nach. Ich muss Amanda einen Brief hinterlassen. Das kommt schon alles in Ordnung. Ich wette, sie wollte das Amulett nur mal aus Spaß anprobieren, um zu sehen, wie es hier steht. Das wollte ich auch schon immer, das hast du vorhin schon gesagt. Wir gehen dann nach Yard vor. Kommst du, Ziz? Sicher, okay. Pass gut auf dich auf, Lilia. Wir treffen uns dann in Yard. Wow, was für ein kleiner Schritt wir in dieser Episode gemacht haben. Aber das war's auch schon wieder, ich speichere. Ja. Gut. So, ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Hoffentlich bis dann. Ciao.